Also in Österreich ist eigentlich noch immer ganz klassisch das Erdbegräbnis irgendwie im Vordergrund, auch in Wien sagt man immer die schöne Leiche, es muss irgendwie pompös sein, man muss irgendwie einen großen Sarg haben, es muss irgendwie viele Leute sein. Und es gibt auch immer mehr Leute, die halt irgendwie zurück in den Kreislauf wollen, die nichts Großartiges wollen und die ganz eigene Rituale haben. Und das ist halt hier der Platz und der Ort, wo man seine eigenen Rituale machen kann und einfach nochmal eine ganz andere Verbindung zur Natur hat. Also hier zwitschern die Vögel, hier ist irgendwie kein Autoverkehr, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung hier und ein ganz anderer Ort zum Erinnern. Die Natur macht die Arbeit, man muss kein Grab pflegen, man muss keinen Gärtner beauftragen. Man hat einmal Geld gezahlt und dann ist es es. Man muss kein Grab erneuern. Und eine andere Sache ist auch, dass man einfach den Angehörigen eine ganz andere Möglichkeit bietet.